Schönen guten Morgen auf Mein Schiff 4. Wir haben heute Mittwoch, den 17. April 2019. Es ist 7.04 Uhr. Wir sind auf dem Weg nach Piräus. Fahren mit einer Geschwindigkeit von 9,3 Knoten. Wir haben 13,8 Grad. Und eine Windgeschwindigkeit von 28 Stundenkilometer. Und so sieht der Mittwochmorgen draußen aus, von unserem Balkon. Ein Blick zum Heck. Ein paar Felsen ragen aus dem Meer. Es ist jetzt 8:30 Uhr, wir gehen zum Frühstück. Wir haben jetzt 9 Uhr, wir sind im Ankermannsplatz-Restaurant zum Frühstück. Heute machen wir den Gourmet-Rundgang. Wir sind jetzt im Servant-Dorf. Einmal, hier ist es für rosa, Rüssel. Bitte schön. Wir sind jetzt an der Diamantbar. So, kommen Sie bitte hier rum. Können Sie gerne vorne mit rum, da sehen Sie nämlich nachher. So. Hier gibt es etwas Wein. Okay. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in der Diamantbar. Der schönste Platz auf der Mein Schiff 4. Wir sind im La Spezia. Früher Richards. Oh, schön. Schön angerichtet. Danke sehr. Guten Morgen. Guten Morgen. Da haben wir unsere Tomate. Das ist unsere Tomatensuppe. Das wurde mit Hand alles durchgerührt und keine anderen Sachen dazu getan. Es schmeckt sehr farbhaft und ich kann ihn auch empfehlen. Es sieht leicht aus, aber es hat einen ganz anderen. Wir sind in Kamani. So, einen wunderschönen guten Tag und nochmals herzlich willkommen hier in Mein Schiff 4. Mein Name ist Jimmy und ich bin der Restaurantleiter von Hanami und natürlich das Tagona Bistro. So, Tim Rao ist ein bekanntes Western Cook. Kann ich erklären, was? So, in der Bistro, das ist ein geleckter Lachs. Das ist die Lachsebüchchen mit Rot Zwiebel und Süßkartoffel. Die Japanese Pizza in der Mitte ist mit Blattwerk Teig mit Thunfisch Tartar und natürlich die California Roll ist mit gekochtes Garnelen, Gurke und Avocado dazu. Die Rosa Farm. Willkommen, was hier los ist. Wir sind jetzt in der Schaubar. Junger Mann mit der Brille, komm auf mich zu. Osterdeko. Und jetzt geht's in die Kaffee Lounge. Wir haben ein Checkerato. Hast du auch einen Checkerato? Wenn Sie den gelesen haben, können Sie auch der Kabine. Die Connection ist nicht mehr jetzt. Wir sind jetzt in der Champagner-Lounge angekommen. Siehst du? Schön. Das ist doch. 13:50 Uhr, 18,7 Grad. Heute gibt es Tapas.
Alles da. Wir sind am Weg nach Piräus. Die Insel heißt St. George. Ist nicht bewohnt. Wir machen uns gemütlich auf dem Balkon. Bei 18,7 Grad. Fahren wir nach Piräus. Ein kleiner Blick zum Bug und zum Heck. Auf Deck 5, wo die Rettungsboote sind, sind auch Sonnenplätze. Gleich erreichen wir Piräus. Ein kleines Gewitter ist in Athen und Piräus. Ist gleich 17 Uhr. Der Lotse wird wohl auch gleich kommen. Hören wir auf das Manöver beginnen. Mittlerweile können wir schon auf Schaubordseite sehen, das haben wir schon, Piräus, mit dem Haupthafen. Und mit der Teil der Stadt und hinter den Hügeln, das ist schon Athen. Ja, wir haben ein paar Regenschauer um uns herum. Nachdem diese Front vorbei ist, dann sollte es dann wieder schön und ruhig werden. Vielleicht haben wir noch die Chance, ein paar Sterne heute Abend zu sehen. So, liebe Gäste, genießen Sie die Ankunft. Und mittlerweile haben wir auch andere Angebote hier an Bord zum Programm. Und dann würde ich das Mikrofon an unseren Kreuzfahrtdirektor weitergeben. Einen schönen Abend. Der Lotse kommt. Fährt auf der Steuerbordseite. So werden wir empfangen mit Böllerschüssen. Piräus freut sich, dass mein Schiff hier kommt. Ein Schlepper begleitet uns bei der Hafeneinfahrt, falls unser Ruder mal ausfällt, sind wir sofort zur Stelle und helfen. Die Hafeneinfahrt. Eine Costa liegt schon im Hafen. Piräus hat den größten Passagierhafen Europas. Athen, Piräus, ungefähr 3,8 Millionen Einwohner. Da es hier keine Meldepflicht gibt, können es auch 5 Millionen sein. So wie es aussieht, fahren wir mit dem Bug im Hafen ein. Bin gespannt, welche Anlegestelle wir nehmen. Hier vorne diese. Oder hier. Terminal B wird wahrscheinlich sein, hier vorne. Dann ist es auch ein sehr weites Stück bis zur City. Bei unserer 180 Grad Wende ist sehr knapp hinter. Dort ist der Terminal B. Wir liegen an der schlechtesten Position im Hafen von Piräus. Und ganz hinten, wo die Costa liegt, ein bisschen davor haben wir auch schon gelegen. Dann hat man auch nicht weit zur City. Jetzt ist es ungefähr einen Kilometer mehr. 17.30 Uhr. Wir haben in Piräus angelegt. Es hat gerade geregnet. Nineteen o'clock.
Wir waren in der Himmel- und Meer-Lounge. Da gibt es kein Cappuccino. Da laufen sie alle mit den fiesen Bademänteln rum. Dann waren wir in der... Doris, wie heißt die, wo man rauchen kann? Wie heißt die? Raucherlounge? Raucherlounge heißt das. Und jetzt sind wir auf unserer Kabine und schauen ein wenig Piraeus City und dahinter Athen. Es fährt sogar noch ein Hop-on, Hop-off Bus. Das Wetter ist wunderschön geworden. Wir machen uns jetzt fertig zum Abendessen. Wir haben auch gar nicht mitbekommen, dass die Costa nicht mehr da ist. Ganz hinten quer liegt auch noch eine Costa. Die Costa Deliciosa verlässt Piraeus. Jetzt ist hinten eigentlich Platz, da könnten wir jetzt gut hin. Costa hat schöne Abschiedsmelodie. Time to say goodbye. Aber wir hören sie im Moment nicht. Aber wir hören sie jetzt im Hintergrund. Ich bin mal jetzt ganz ruhig, jetzt müsste man sie eigentlich hören. Der 19.45 Uhr. Wir gehen zum Abendessen. Uhr. Wir warten in der Schaubar, dass wir abgeholt werden zum Essen. Und heute ist ein bisschen mehr Betrieb. Haben wohl alle mitgekriegt, dass im Atlantik das Essen besonders ist. 20.10 Uhr, wir sind im Atlantik, mediterran, Deck 4. Station von Morat. Meine Doris wartet auf Essen. Ohne Frage. Spaghetti Bolognese. Arrabbiata. Ich wünsche guten Appetit. Dankeschön, ich auch. Unser Nachtisch, Dessert. Unser zweites Dessert. Uhr. Wir sind vom Abendessen zurück. Piraeus bei Nacht. Die letzte Fahrt vom Hop-on, Hop-off-Bus beendet jetzt auch den Abend. Und der Terminal B hat geschlossen und es fährt von dort ein Shuttlebus nach Terminal A.